gegen Grundrisse sorgt für Diskussionsstoff. Warum haben Sie so entschieden? Ja, aus meiner Wahrnehmung war in der Situation so, dass für mich der Spieler nachher am Schluss rücksichtslos eingestiegen ist in die Achillessehne von Hand. So habe ich es wahrgenommen, aber die Fernsehbilder geben das im Nachhinein nicht her. Das heißt? Ja, das heißt, die gelb-rote Karte in dem Fall, die war nicht richtig. Die Fernsehbilder geben es nicht her. Meiner Wahrnehmung nach habe ich so entschieden auf dem Platz und die Schiedsrichter machen halt Fehler. Warum fragen sich natürlich dann die Fans, greift hier der Videoassistent nicht ein? Ja, also es hat gar keinen Eingriff, weder Assistent natürlich noch ein Videoschiedsrichter. Und zwar steht gar nicht im Protokoll drin. Bei einer gelb-roten Karte ist der Videoschiedsrichter überhaupt nicht befugt einzugreifen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn der Videoschiedsrichter inzwischen alles pfeifen soll oder die ganze Diskussion inzwischen, finde ich, man muss jetzt auch mal zulassen, ich habe heute einen Fehler gemacht, da muss ich zustehen und wir werden auch weiter Fehler machen und irgendwann wird sich das ganze Thema auch beruhigen. Ja, man hatte trotzdem den Eindruck, es dauerte einen Moment, bis die Entscheidung gefallen ist. Gab es interne Kommunikation unter den Schiedsrichtern? Nein, ich habe auf einen guten Vorteil gehofft in der Situation, als der Ball abgefangen worden ist, habe dieses Vergehen aus meiner Sicht wahrgenommen. Und habe dann natürlich, der Vorteil ist dann nicht eingetreten, ist natürlich ein Schiedsrichter auch der Worst Case. Und der Ball war dann kurz danach im Aus und dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Dankeschön.